Hallo Stefan. Hallo Adrian. Willkommen im Schwingertaxi. Merci. Wo dürfen wir dich einbringen? Einisch Fernsehstudio Leutschenbach, bitte. Gut. Merci. Wie steht es um deine Fähigkeiten im Sägemehl? Schlecht. Also ich stehe dazu, ich bin kein Schwinger selber. Ich weigere mich auch Schwingerhosen anzulegen, genau aus dem Grund. Mir stört es immer ein bisschen, wenn zum Beispiel Politiker Schwingerhosen anlegen. Ich finde, wenn man die anlegt, dann soll man bitte auch schwingen. Mhm. Dann soll man euch Kauf nehmen, dass der einem dort wirklich auf den Rücken bretscht, dass es wehtut, dass man sich neu ins Gesicht bekommt. Und wenn man Nasenblüten hat, sagt man auch drei Stopp und weiter schwingen. Ich bin kein Schwinger, leider. Das ist an mir vorbeigegangen, ich bin ein Aglochkind. Ich habe mir meine Kenntnisse und mein Wissen im Schwingen und meine emotionale Zuneigung zu dieser Sportart wirklich als Aussenstehende erarbeitet. Und ich werde nie behaupten, dass ich ein Schwinger sei. Ich bin immer mit grösstem Respekt am Rand von diesem Sport, aber ich bin nie wirklich drinnen. Die Erkenntnis, die du dir erarbeitet hast, jetzt so Schwingen, wie viel kennst du da oder kannst du erkennen, wenn du ja, einen Kampf anschaust? Ich kann schon ein paar Schwünge erkennen, wobei, wenn es schnell geht, weil mir da eben mitdenken, währenddem dass es passiert, gänzlich fehlt. Ich kann das nicht, weil ich es selber nie gemacht habe. Ich meine, kurz, den kennt jetzt jeder, aber dann gibt es eine Kombination von einem Kurz mit irgendetwas und dann wird es danach schon schwierig. Mhm. Bei einem Haken, ja, welcher ist jetzt genau, der Innen, der Rüssel, der Weiber, das ist für einen, der selber geschwungen hat, völlig klar, der kennt das schon im Ansatz, für mich nicht. Ich tue auch häufig, lasse ich mich auch nicht auf Test aus. Ich sage nachher nicht, das ist es der und der Schwung gewesen. Wenn ich an einem Sonntag eine Zusammenfassung mache von einem Schwingfest, dann hört man von mir nicht, was das für Schwünge sind, da bin ich zu wenig sicher. Und bei den grossen Sachen, die wir kommentieren, habe ich ja nachher genau, oder mitunter wegen dem, einen Experten neben mir, der nachher glasklar kann sagen, das und das ist passiert, das ist der und der Schwung. Aber das muss ich delegieren, das kann ich selber zu wenig. Wenn und wie hast du persönlich deinen Zugang zum Schwingen gefunden? Mein Zugang zum Schwingen ist eigentlich ein total zufälliger. Unspunnenfest 1999 hat unser damaliger Schwingkommentator geheiratet, genau an diesem Termin. Also hat man dann einen neuen Kommentator gebraucht und dann bin ich in Krenz gekommen. Ich weiss noch heute nicht ganz genau, wieso. Ich war dann relativ frisch beim Fernsehen. Mhm. Sicher der berndeutsche Dialekt hat etwas ausgemacht, dass man gefunden hat, das tragende Berndeutsche, wo ja glaube ich noch etwas Urchig sieht, also ich selber merke das ja nicht, aber in den anderen Kantonen wird das glaube ich so wahrgenommen, dass das noch gut zum Schwingen würde passen. Wie beurteilst du die Veränderungen im Schwingsport in den letzten Jahren? Eigentlich wirklich fast ausschließlich positiv. Ich finde es schön, dass der Schwingsport mit den Werten, die er transportiert, so eine grosse Bedeutung hat bekommen. Mir gefällt das. Mhm. Ich finde das wirklich in ganz vielen Bereichen, Respekt, Fairness, absolut vorbildlich, was in diesem Sport passiert. Finde ich schön, dass das gross ist, dass sich die Leute vielleicht auch für ihr persönliches Leben an dem orientieren. Ich mache mir auch nicht so Sorgen, dass jetzt der Kommerz, der grösser ist worden, dass die Sponsoren, die namhafter sind worden, die mehr zahlen in den Sport rein, dass die den Schwingsport kaputt machen. Ich bin eigentlich persönlich überzeugt, dass die Moral, die im Schwingen ist, dass die stark genug ist, für das zu überstehen und nicht korrumpiert zu werden durch mehr Geld, das fließt. Ich glaube, dass solange dass jeder Bub und auch jedes Mädchen, der zuerst mal in ein Schwingtraining geht, dort schon lehrt, dass man einander die Hand schüttelt vor und nach dem Kampf, dass man einem Verlierer das Sackmaul vom Rücken putzt, dass man Kampfrichterentscheide respektiert, dass man generell Respekt hat vor dem Gegner. Wenn man das von Anfang an lehrt, glaube ich nicht, dass das Geld das rauswischt. Wer wird Schwingerkönig 2013? Ist eine Frage, die ich so nicht beantworte. Erstens, bin ich ganz ein schlechter Prognostiker, ich habe noch nie recht gehabt, wenn ich so irgendetwas habe vorausgesagt im kleinen Kreis, im grossen Kreis oder öffentlich, sage ich das sowieso nicht, weil das, ich will auch nicht Partei ergreifen für irgendjemanden. Ich habe sicher eine Idee, wenn man sagt, es können ein Dutzend oder 15 Leute Schwingerkönig werden. Ich persönlich habe für mich den Kreis stark eingeschränkt. Für mich gibt es 5, die Schwingerkönig werden können. Und ich bin auch sicher, dass einer von diesen 5 wird, aber ich sage die 5 nehmen nicht und ich sage auch nicht den, der für mich innerhalb von diesen 5 das oberste auf der Liste steht. Wie ist das, wenn man kommentiert, zum Beispiel jetzt als Berner, dann liegt es ja nahe, dass man vielleicht auch die Berner Schwinger ein bisschen lieber hat. Ist das ein Problem, wo man da aufpassen, dass man da nicht eine gewisse Sympathie überbringt am Fernseher? Kann man sich da genug distanzieren?
ich glaube wirklich, dass ich mich da absolut genug distanzieren kann. Auch hier wieder, ich habe wirklich mit all diesen guten Schwingern von allen Teilverbänden, die habe ich persönlich lernen kennen, ich habe die persönlich lernen schätzen. Ich freue mich unglaublich für einen Leinbacher, wenn der es fest gewinnt, für einen Schuler. Ich freue mich riesig für einen Gisler, für einen Bieri. Ich habe da wirklich, obwohl ich Berner bin und obwohl mein Co-Kommentator auch Berner ist, aber auch der Edu Käser, ist ein unglaublich korrekter Mensch. Also ich glaube wirklich nicht, dass der Schwingerfreund aus der Innerschweiz jetzt da muss befürchten, dass ich einseitig die Berner bevorzuge. Ich habe grössten Respekt vor diesem Sport und vor allen Schwingern, egal aus welchem Teil der Schweiz sie kommen. Okay, gut, wir sind gerade angekommen. Danke gar nicht arbeiten, ja, für den Besuch im Schwingertaxi. Merci dir, Adrian. Viel Spass im Burgdorf. Merci vielmals. Alles Gute euch. Ade miteinander.